Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich war einkaufen. Ich habe jetzt keinen Wocheneinkauf gemacht, aber ich war einkaufen, weil wir einfach nichts mehr zu haben. Oder wir haben noch was zu Hause, aber irgendwie nicht mehr das, was wir wollen. Egal. Ich komme von der Arbeit und bin direkt einkaufen gegangen. Ich bin völlig fertig. Du, meine Füße heute so weh, das ist schlimm. Wir haben jetzt 2 Uhr und ich war bei Penny und habe meine Payback-Punkte endlich mal eingelöst. Irgendwie ist das ja immer so, dass es am 30. des Jahres die Punkte verschwinden. Also weiß ich nicht, bei meiner Karte ist das nicht so. Ich habe meine Punkte seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren da drauf. Und ja, ich konnte sie jetzt einlösen. Ich habe noch ein bisschen was drauf. Aber sozusagen hat mich der Einkauf jetzt 7 Euro gekostet. Hey! So, ich habe einmal diese Kekse hier mitgenommen. Dann ist Paprika im Angebot für 1,11 Euro. Und man kriegt 5-fach Punkte ab 5 Euro bei Obst und Gemüse. Aber ich glaube, ich habe das nicht so ganz geschafft. Aber ist ja auch nicht ganz so schlimm. Dann durften einmal Rosen mit. Die waren auch reduziert auf 30% weniger. Mein Gott. So, dann durfte Lerda mal mit. Der ist auch im Angebot für 1,47 Euro, 49, irgendwie so. Da durften 2 mit. Ich habe hier 2 Tüten, deswegen weiß ich nicht, wo der zweite ist. Dann Pudding durfte mit Haselnuss und Schokolade. Ja. Ja. Dann Teewurst durfte mit. Wir haben nämlich irgendwie nur noch Salami da und nichts anderes mehr. Denn ein Energy. Es tut mir leid. Achso, kostet 1,09 Euro. Ja. Dann habe ich heute mal gedacht, ach komm, wir nehmen Müsli-Riegel mit. Ohne Zuckerzusatz. Hat tatsächlich weniger Kalorien, dafür mehr Kohlenhydrate. Aber 21 Gramm sind davon wertiger Alkohol. Das heißt, das scheidet der Körper so wieder aus. Also sind das nur 48 Gramm Kohlenhydrate. Ja. Ich werde das mal ausprobieren. Vielleicht schmeckt das ja auch. Ja, 99 Cent. Und dann habe ich neu entdeckt, dieses Cookie Duck. Ich weiß nicht. Duck heißt das, glaube ich, ne? Cookie Duck. Das ist halbgebackener Kuchen. Irgendwie so. Hat 99 Cent gekostet. Ja, ich probiere es mal. Und es durfte eine Sammelfigur mit. Wir machen das mal auf. Ja. Den haben wir noch nicht. Ich hab mir schon mal die angeguckt. Warte mal. Wie macht man den da rein? Keine Ahnung. Wir haben diese. Was ist das? Eine Kartoffel? Eine Hexe. Als Kartoffel. Kartoffelhexe. Ja, haben wir noch nicht. So, und dann habe ich seit gestern. Ja, ich wollte mir gestern Morgen eigentlich ein Franzbrötchen kaufen beim Bäcker, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe mir aber heute einen bei Penny mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die schmecken. Und für die Kinder natürlich auch etwas. Ne? Das ist eine Kartoffel? Nee, ist eine Hexe. Dann einmal Tortilla wieder. Für 99 Cent, glaube ich. Da stand kein Preis dran. Ne? Dann durfte Roma-Salat mit. Der war im Angebot für 59 Cent. Und ich habe mir letztens diese. Montag war das, glaube ich, diese Winschgauer Brötchen hier gekauft. Die muss man aufbacken und die sehen voll lecker aus. Und ich habe gedacht, mit Salat und Käse oder so. Mmh. Ja, mal gucken. Die haben 1,99 gekostet übrigens. So. Dann einmal Serrano-Schinken, weil ich möchte Pizza. Ich hatte wieder so. Bei uns im Pflegeheim gibt es morgen nämlich Pizza. Und dann habe ich das gehört und ich so, oh nee. Jetzt willst du auch eine Pizza essen, aber du hast keinen Teig gemacht. Aber morgen, also heute mache ich Teig, dann können wir morgen Pizza essen. Ja. Lust auf heute Pizza, weil das wollte ich schon den ganzen Tag. Ja, aber ich habe keinen Teig gemacht.
Und der Teig muss einen Tag gehen, deswegen. So, Onkel Bens Reis ist immer noch im Angebot für 1,29 und dieser hier schmeckt richtig, richtig gut. Nicht wie bei Oma, aber er schmeckt gut. Dann hier noch ein Pudding. Noch ein Energy. Da kommt auch noch einer. Aber ich habe schon 1,5 Kilo runter, Leute. 1,5 Kilo. Ich habe hier meine Uhr. Die muss ich allerdings noch einstellen, weil da ist es schon für den A4. Und da sehe ich dann immer, wie viele Schritte ich schon gelaufen bin und was ich verbrannt habe. Nur das mit dem Verbrennen ist, glaube ich, nicht ganz so richtig, weil ich ja noch nicht meine Größe und mein Gewicht eingegeben habe. Deswegen denke ich, man nimmt da einfach einen normalen Menschen und rechnet so dann halt eben die Kalorien. Aber läuft, ne? Ja, aber jetzt habe ich mir nämlich ein Auto gekauft. Das heißt, hin und zurück, diese Schritte fallen schon mal weg. Ja. Aber macht nichts, auf der Arbeit renne ich genug. So, dann Grattakäse für die Pizza für 1,49. Dann einmal Lauchzwiebeln für Rühreier. Ich liebe das auf dem Brötchen. Oh. Nee, ich habe noch Brötchen da, genau. So. Schoketten waren auch im Angebot für 49 Cent. 59 Cent, 59, genau. Da habe ich einmal Erdbeere mitgenommen. Und dann ist Müllermilch auch im Angebot. Ich nehme sowas sonst nie mit. Aber erstens ist es hier 5 mal, ne, 50.000 Euro. Und zweitens war es im Angebot für 59 Cent oder so. Und die Kinder trinken das gerne. Und da habe ich gedacht, naja, gut, komm. Nimmst du mal mit. Heute werden die Kinder richtig verwöhnt. Die kriegen Donut, die kriegen Müllermilch und die kriegen Kekse. Und Joghurt. Ja. Ist nicht jede Woche so. Ja, auf jeden Fall 2 mal Erdbeere habe ich mitgenommen, damit es keinen Streit gibt. Und Mama hat sich auch mal eine gegönnt. Und zwar Müllermilch-Shake mit Banane. Bananen-Twist. Ja. Ein Milchshake. So, dann hier ist noch der andere Energy. Ich bin heute so dicht an der Kamera dran, ne? Aber ich habe, Leute, ich habe meinen Keller aussortiert. Davon gibt es auch noch ein Video. Nächste Woche eventuell. Und meine Garage wegen dem Auto. Das kommt nämlich irgendwann diese Woche. Ich hoffe jetzt so, dass mein Vater heute noch anruft oder morgen. Ja, aber Freitag ist doof, ne? Mit der Versicherung und so. Ist ja auch egal. So, und auf jeden Fall liegt hier alles voll mit Klamotten, mit Kinderklamotten. Ich bin schon dabei zu verkaufen. Aber alles werde ich wohl nicht verkaufen. Und das verschenke ich dann hier an die Nachbarn. Wir haben Flüchtlinge. Ich glaube, die können immer Klamotten gebrauchen. Die sind in dem Alter von meinen Kindern. Und ja, denen schenke ich dann was. Oder die Leute sollen nicht einfach was rausnehmen, wie auch immer. Oder ich spende das, keine Ahnung. So, auf jeden Fall habe ich noch Milch gekauft für 99 Cent. Ja, ich weiß noch nicht mal, was es heute zu essen gibt. Schatz, du weißt, dass du im Video bist, ne? Ja, wenn du das nicht möchtest, dann geh auch nicht dahin. Dann ein Messer. Ich hatte noch ein volles Heft und da habe ich mir dieses riesige Messer hier. Ich habe schon 2. Die sind richtig gut. Dann durften Bananen wieder mit. Das Kilo 1,69. Ich kaufe nämlich immer die Bio-Bananen. Dann Rucola. Ich habe meinen Käse vergessen, Leute. Rucola, Schinken und ohne Käse geht gar nicht. Ja. Aber der ist morgen. Da kann ich nochmal zu Penny rübergehen. So, und hier ist nochmal der Leerdammer. Genau. Das war mein Einkauf. Und dann seht ihr mich im nächsten Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Ich würde mich riesig freuen darüber. Ja, und da sehen wir uns. Tschüss.